Bowser haben wir nun freigeschaltet. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Speed Drive, einem Fangame von Fans erstellt für Fans, die gerne dieses Spiel spielen. Falls ihr das Spiel auch spielen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Download-Link. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Beim letzten Mal sind wir schon den ersten Cup gefahren. Heute geht's weiter in der Wüste. Ich würde sagen, let's go. Mit Bowser natürlich zum Testen. Ich finde, die Räder sind weird, wie die sich drehen. Na, natürlich. Da sind alle schneller als wir. Hier schön innen. Pokies, okay. Merken. Na, weiß ich nicht, ob ich Boomerang jetzt so gut finden soll. Ach, die Boomerang kann ich nur einmal benutzen. Okay. Nee, doch schon mehrmals. Aber ich treffe nur einfach niemanden damit. Okay. Wie wir wissen, die Steuerung ist hardcore schwer. Vor allem das Driften ist so extrem, ihr seht das. Aber wir sind Zweiter. Zweiter ist besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir sogar fast Vierter geworden. Strong auf jeden Fall. Okay, wenn Luigi uns jetzt überholt, dann... Ich glaube aber nicht, dass Luigi uns überholt. Deswegen fördere ich die Ratchet einfach mal so. Die wurde aufgehalten von einem Pokey. Oh, DK ist vor uns. DK ist ein guter Spieler anscheinend. Ich weiß nicht, wie ich glaub's. DK ist hinter uns. Sauber. Jetzt hier rum. Schön hier rum. Komm. Schön konzentriert bleiben. Kann es sein, dass Bowser schneller ist als DK? Ich habe so irgendwie das Gefühl. Links. Okay, egal. Wir sind auch sehr weit vorne. Ihr seht es auf der Map. Okay, springen. Ja, ich traue mich nicht zu driften, weil der Drift halt, der reißt dich komplett aus der Welt. Ich kann es euch zeigen. Also der ist schon extrem, der Drift. Man kann so ein bisschen gegenlenken, aber wenn du das halt zu früh machst, dann ziehst du komplett weg. Oh, das war sehr strong. Oh, der Drift war strong. Dafür erstmal ein Like da lassen, Leute. Der war strong. Im Übrigen, wenn ihr nichts mehr von dem Game verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Dann habt ihr es immer in der Abo-Box, wenn was Neues dazu kommt. Oder ihr spielt es einfach selber, dann habt ihr das Problem nicht. Im ersten Rennen, gut, erster Zeit. Der Mario Circuit. Finde ich nice. Ich finde es auch cool, wie die Texturen hier aussehen. Das sieht cool aus. Es könnte Mario Kart DS sein. Yes, Toad boostet mich direkt zum Start. Oh, ja, das hätte ich sehen sollen, natürlich. Besser geht es nicht. Wie drei Pilze zum Anfang. Nein, ich hab... Das meine ich. Okay. Hallo. Wenn wir näher an Wario sind. Mal, dass du wegkommst. Und jetzt überholt er mich wieder. Natürlich. Betrügerisches Spiel. Ah, wir sind Dritter. Er hat ein Item hinten dran. Aber er wird trotzdem getroffen. Warum ist Mario so... Hier, im Geradeausfahren ist Mario einfach schneller als ich. Na klar. Das war dumm. Luigi schiebt mich. Zack. Der Jump war diesmal besser. Hier wieder Item mitnehmen. Safe is safe. Oh mein Gott, hä? Banane. Cool. Ich muss ihn einholen. Irgendwie. Wäre nice, ein Item. Ich hoffe, ihr seht die Maus nicht. Das wäre so unnötig gerade. Ich habe ein Schutzschild um mich herum. Hä?
Ja, klar. Natürlich. Und ich krieg zusätzlich noch Schaden. Ey, heißt jetzt aber nicht, dass ich Dritter werden will. Ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht. Scheint aber nicht so. Gut. Okay, das Race war schon, ich würde sagen, schwerer. Wir sind aber noch knapp Erster. Das ist okay. Der Ribbon Raceway. Okay, da war die Kamera ein bisschen buggy wegen dem Pfeiler, aber das ist okay. Wir haben eigentlich einen Vorteil, weil wir direkt in der Kurve sind. Warum habe ich Hoffnung, dass ich Items bekomme? Ich weiß es nicht. Meint ihr, es gibt hier auch Flugpassagen? Wir sind einfach Erster. Oh, das war dem knapp. Okay, wenigstens ein Item. Also ans Driften müsst ihr euch gewöhnen, aber ihr seht schon nach 5-6 Minuten gar kein Problem mehr. Wieso wirft ihr die Banane nach vorne? Weil ich die Pfeiltaste nach vorne gedrückt habe. Okay, das kann man also auch bestimmen. Gut, dass ich das jetzt weiß. Oh, das ist strong. Ja, und so wirft man es nach hinten. Okay. Also, falls ihr noch zusätzlich die Pfeiltaste nach vorne werft, drückt, dann werft ihr nach vorne. Okay. Ey, man muss sich hier so krass konzentrieren. Ja, aber das Game macht Spaß, oder? Würdet ihr sagen, macht Spaß? Habt ihr schon ausgetestet? Bestimmt. Das sind safe 2 Tage her, seitdem ich die erste Folge gebracht habe. Deswegen, manche werden es bestimmt von euch schon ausgetestet haben. Also das Driften hier auf der Strecke lohnt sich mal immens. Na, okay. Vielleicht nicht, wenn man sich so doof anstellt wie ich. Ja. Letzte Runde kommt. Aber wir sind sehr weit vorne. Schaut es euch an. Auf der Map. Also entweder ist das Spiel Hardcore oder viel zu einfach. Also Entscheidungskraft hat das Spiel nicht. Aber finde ich gut, dass es nicht so leicht ist wie jedes andere Mario Kart. So, hier noch einen kleinen Boost mitnehmen. Hier ist jetzt die große Kurve. Er steht da und buggt ein bisschen, okay. Und da ist wieder der erste Platz drin. So muss das, Leute. Das finde ich doch gut. Nice, nice. Bowie is the first. DK Clasier. Oder Clasier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, da wird Donkey Kong gewinnen. Ich weiß nicht, ob die das haben, dass die Leute dann Streckenvorteil haben. Entschuldigung, Mario. Aber wir sind Zweiter und jetzt eine Red Shell wäre halt nice. Na, Banane. Ich habe die sowas von abgeschmissen. Ja, na, ja, natürlich. Was denn? Jetzt kommt Wario noch von hinten mit einem Star. Berühr mich nicht. Okay, okay, das ist eine schlimme Strecke. Kann aber was rausholen. Okay, wir sind wieder back on track. Aber als Vierter finde ich nicht so nice. Sollten wir ganz schnell ändern. Oh, habe ich nicht gesehen. Aber strong, wie wir nur einmal getroffen wurden. Rennen wir durchs Driften langsamer? Ein bisschen die Items von den anderen mitnehmen. Also der Boomerang ist wack. Der Boomerang ist todesunnötig. Wenigstens mal was Gutes. Boah, stellt euch vor, ich wäre selber reingefahren. Okay, er hat die Bananen abgeschmissen, mich aber nicht getroffen. Gut, so war Luigi. Trotzdem wäre ich froh, wenn ich dich los wäre.
What? Das ist der größte Betrug, den es jemals in dem Game gab, wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar! Okay, sorry! Aber die Strecken werden auch kontinuierlich länger. Hier wird jetzt aber reingeböllert. Luigi, du kleiner Miesling. Hau ab! Niemand kennt dich, niemand mag dich. Ich habe keine Ahnung, was die Fireflower macht. Cool. Das bringt's voll. Ich muss sagen, Spaß macht das jetzt nicht gerade, aber ja. Und so. Ja, Vierter. Ziemlich weit unter Niveau. Aber das ist auch eine schwere Strecke, muss ich sagen. Mit den ganzen Kurven. Und ihr habt ja auch gesehen, ich bin häufiger rausgefallen. Aber ich bleibe und bin noch Erster. Ich hoffe, die Strecken werden später nicht noch schwerer. Aber nun gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen beim nächsten Mal, sehen wir Daisy. Bis dann. Ciao, ciao. Leute.